Ich habe diese chemischen Formeln für dich. Also wunderbar. So richtig. Jetzt richtig können wir eine weitere gesellschaftliche Unart ausmerzen. Die Trinkpause. Ob an der Kaffeekanne, am Wasserspender oder am Getränkeautomaten. Dieses Problem ist eine Bedrohung. Vol-Tec-Wissenschaftler haben zahllose Experimente durchgeführt, um diesen Hort der Ineffizienz zu beseitigen. Aber Menschen haben ein irrationales Bedürfnis nach sozialer Interaktion. Wenn sie also schon ihre Zeit vertun, dann wenigstens für das Gemeinwohl. Dank der Chemie. Was? Sind Chemikalien nicht schädlich? Ach, Clem. Du machst dir einfach zu viele Sorgen. Alles, was du isst und trinkst, besteht aus Chemikalien. Wusstest du das nicht? Oh ja. Das ist sehr interessant, Frau Aufseherin. Das sind einfach spezielle Chemikalien. Von was für einer Art von Chemikalien sprechen wir hier? Naja, das liegt bei dir. Aber was ich so gehört habe, haben sich die Entwickler da wirklich selbst übertroffen. Ist okay. Du kannst uns vertrauen, Clem. Natürlich. Schließlich gehören wir zu Vault-Tec. Also, bau den Getränkeautomaten und servier unseren Bewohnern dann Erfrischungen. Ach, und Clem, wenn du bei der Arbeit Durst bekommst, genehmige dir ruhig auch ein erfrischendes Getränk. Oh, wow, danke. Der Getränkeautomat besitzt beträchtliches Potenzial.
Ha 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 ha!
Das funktioniert nicht ohne Energie. Nützlich, oder? Ich mach das schon. Versprochen. Hi. Hätte nie gedacht, dass ich mal einen anständigen Job haben würde. So verdammt hungrig. Ich hole mir vielleicht noch was zu trinken. Sein? Kommt drauf an. Was kostet das? Oh, ist kostenlos.
euch. Komm mal wieder vorbei. Gar nicht schlecht, am Getränkeautomaten zu arbeiten. Bist du zur Kontrolle hier? Ich habe hier einen Kunden. Du bist zurück. Dieser Vault ist großartig. Einfach super. Wow. Ja. Super! Es ist so toll! Ich weiß nicht mal, was ich sagen soll. Ich auch nicht. Der Getränkeautomat besitzt beträchtliches Potenzial. Man muss sich das mal vorstellen. Wir haben den Getränkeautomaten in etwas Großes verwandelt. Das macht mich stolz. Weiter zum nächsten Prototypen. Der Hippokratische Eid. Ein Gelöbnis, keinen Schaden zuzufügen. Naja, das fasst es grob zusammen. Ich will jetzt nicht damit anfangen, alte Bücher auf Lateinisch zu interpretieren. Aber die Grundhaltung in der Medizin läuft dem entgegen, was wir hier zu erreichen versuchen. Ärzte sollten nicht das Wohl ihrer Patienten über alles stellen, sondern das Wohl der Gemeinschaft. Das verstehst du sicher. Ich könnte mir vorstellen, dass da eine andere Gewichtung nötig ist. Meldet sich da etwa dein Gewissen? Du solltest daran arbeiten, das zu unterdrücken. Also ab in den Vault-Tec, Frau Robda. Ein spezielles Gerät für Optiker, das Sehvermögen des Patienten verbessern kann. Aber es könnte noch so viel mehr. Für den Prototyp ist etwas, viel... Okay, eine riesige Menge an radioaktivem Material nötig. Aber es wird sich auszahlen. Woher soll ich so viel nukleares Material bekommen? Du hast Glück. Wir haben diesen Ort für Vault 88 gewählt, weil unsere Untersuchungen ergeben haben, dass es tiefer in den Höhlen reiche Uranvorkommen gibt. Also fang an zu graben und besorg uns, was wir brauchen.
Jetzt brauchen wir nur noch einen Freiwilligen für den Verrotter. Aufseher. Jetzt brauchen wir nur noch einen Freiwilligen für den Verrotter. Leckere Getränke. Ich will nur ein bisschen handeln. Wieso blau? Wäre ein gelber Anzug wirklich so schlimm?